Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Liebe Geschwister, es hat mich gerade ein Bruder gefragt. Er hat gesagt, er hat eine Sünde gemacht und er ist immer wieder zu dieser Sünde zurückgekehrt. Deswegen ist die Frage, die ich ganz kurz beantworten will: Wie kann man sich eine Sünde abgewöhnen? Und deswegen muss jeder, der eine Sünde hat, die immer wieder macht, sich fragen, warum er diese Sünde macht. Was ist der Grund dafür? Viele sagen, das ist das Umfeld. Aber das Umfeld ist nur etwas, was einen motiviert. Das ist nicht der eigentliche Grund. Es gibt irgendetwas im Herzen, was einem an der Sünde gefällt. Das heißt, wie fange ich an, diese Sünde zu hassen? Allah sagt im Koran: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. Das ist in Sure 49. Das heißt, aber Allah hat euch den Iman lieb gemacht und eurem Herzen verschönert und hat den Kuffer und den Fusuk und die Übertretung, den Asian, euch verabscheuenswürdig gemacht. Das heißt, wie kann ich diese Sünde verabscheuen? Denke erstmal daran, dass das etwas ist, was Allah nicht mag, und sag dir, ich liebe Allah mehr. Zweite Sache, denke an die weltlichen Nachteile der Sünde. Jede Sünde, die man macht, hat einen weltlichen Nachteil. Und es ist sehr häufig so, dass man schon im Diesseits dafür bestraft wird. Warum betone ich das? Die jenseitige Strafe, da hat der Scheitan sehr, sehr häufig einen Weg, das zu umgehen. Er sagt dir dann, der flüstert in dir ein, Allah ist schon barmherzig, vergebend. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie viele Leute beziehungsunfähig geworden sind wegen Zina, wegen Pornografie und diesem ganzen Schrott, dann weiß ich, boah, auf keinen Fall. Weil diese Sünde kommt einem, diese Strafe kommt einem näher vor. Das ist ein kleiner Ratschlag in einem kurzen Video. Salam alaikum, teilt, verteilt, liked. Salam alaikum.